Nach einer beeindruckenden Amtszeit von 26 Jahren an der Spitze der SPÖ-Bezirksorganisation Güssing kündigte die langjährige Landtagspräsidentin AT und Landtagsabgeordnete Verena Dunst in einer bewegenden Pressekonferenz ihren Rücktritt vom Vorsitz an. In einem Rückblick auf ihre mehr als zwei Jahrzehnte während der Amtszeit zog sie Bilanz über die politische Entwicklung, Erfolge und Herausforderungen, die sie in dieser Zeit erlebt hatte. Dunst, die nicht nur als erfahrene Politikerin, sondern auch als engagierte Persönlichkeit bekannt ist, betonte die Wichtigkeit von sozialen Werten, Solidarität und den Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Güssing. In ihrer Amtszeit konnte sie zahlreiche Projekte vorantreiben und setzte sich nachdrücklich für die Interessen der Bevölkerung ein. Ich darf jetzt das Wort unserem neuen Regionalmanager geben, über den ich mich natürlich auch sehr freue. Wir haben eine wertvolle Unterstützung durch unseren Regionalmanager, der sehr, sehr viel tun muss und der auch sehr eine große Bereicherung ist. Bleibt daneben. Ja, liebe Medienvertreter, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Erscheinen und fürs Kommen zum heutigen Pressegespräch mit der Landtagspräsidentin außer Dienst, Landtagsabgeordneten Verena Dunst. Heute geht es darum, um einen Rückblick und eine Bilanz aus 26 Jahren als Bezirksparteivorsitzende. Ich darf gleich das Wort an die Bezirksvorsitzende übergeben. Ja, vielen Dank. Damit darf ich Sie auch noch einmal persönlich sehr herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie haben jetzt Ihre Situation so gemeistert, wie Sie sitzen, dass Sie dann auch dementsprechend mitarbeiten können. Sie sind versorgt, was getränketechnisch anbelangt. Vielen Dank für die Vorbereitung an beide und ich darf gleich starten. Ich habe beiden, sowohl unserem Regionalmanager als auch unserer Bezirksgeschäftsführerin, die seit letzter Woche eben da ist, habe ich gesagt, Bilanz, ein Versuch einer Bilanz. Sie glauben gar nicht und damit möchte ich Sie herzlich begrüßen und ins Thema einführen, wie schwierig es ist, 26 Jahre irgendwie, ohne dass Sie da vor mir eingeschlafen, umgefallen und sonstiges sind, in zeitliche Bahnen zu bringen, weil 26 Jahre natürlich sehr, sehr lange sind. Ich darf Sie jetzt schon sehr, sehr herzlich einladen, am nächsten Samstag, 18. Wir werden Ihnen auch die Einladung dann aushändigen, sehr, sehr herzlich eingeladen zur Bezirkskonferenz. Genau da wird es auch darum gehen, Resümee zu ziehen. Wir haben im Statut, im Parteistatut des Landes Burgenlandes drinnen, dass wir ganz klar alle paar Jahre, im Moment sind es 3 Jahre, eine Bezirkskonferenz abhalten, wo sich, wenn wir sehr Wert legen auf demokratische Wahlen, sich dann der Bezirksvorstand bzw. Präsidium, und natürlich geht es ja immer um den Vorsitzenden, sich der Wahl stellt. Ich werde bei dieser Bezirkskonferenz am Samstag, 18. November, im Kulturzentrum um 18 Uhr, werden wir dort mindestens 200 Gäste begrüßen dürfen, davon viele Delegierte. Delegierte haben dann die Möglichkeit abzustimmen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei sein wollen, weil es da nicht nur um Weichenstellung geht, sondern da geht es um viele, viele Dinge. A, Bilanz, Landeshauptmann wird da sein, ein Ausblick wird sein und dann wird, und das ist ja für Sie kein Geheimnis, ich habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass mein Nachfolger Jürgen Dolesch, der von allen Gremien sehr begrüßt wird, dass der dann den Bezirksvorsitz übernehmen wird. Was ist Bezirksvorsitz? Lassen Sie mich kurz einführen. Bezirksvorsitz bedeutet eigentlich eine ehrenamtliche Arbeit. Warum? Das macht meistens deswegen auch ein Mandatar, so weit wie möglich. Und das ist die absolute Verantwortung, einen Bezirk zu leiten, in politischer Hinsicht zu leiten. Das bedeutet, alle Organisationen, Sie wissen, dass wir 28 Gemeinden haben im Bezirk Güssing, weitaus mehr Ortsorganisationen, weil es sehr viele Ortsteile gibt, die Frauenarbeit, die Pensionistenarbeit, zuschauen auf die SE, ich bin einer der wenigen Bezirke, die eine SE hat, weil mir einfach die Arbeit mit den jungen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Es geht darum, Verantwortung zu zeigen, vor Wahlen, zwischen den Wahlen, mit den Funktionären draußen zu arbeiten. Es geht darum, einen Bürgerservice aufrechtzuerhalten, damit hier Sprechtage gibt, damit die Menschen hierher kommen können. Und nachdem ich 23 Jahre nach Eisenstadt geführt habe
war mir schon sehr wichtig, hier aber immer die Wurzeln zu haben, regelmäßig, fast jeden Tag und zumindest 2 Tage in der Woche hier in meinem Büro in Güssing zu sitzen. Die Menschen brauchen Ansprache. Sie müssen die Möglichkeit haben, dass sie hier ihre Sorgen vorbeibringen, ihre Kritik anbringen können, ihr Lob anbringen können. Und Rückmeldungen sind sehr, sehr wichtig. Neben der Pressearbeit und dem Bürgerservice geht es natürlich auch um die Verantwortung in den Ortsorganisationen selber, dass es hier Menschen gibt, die Funktionen bekleiden. Natürlich ist ihnen klar, das heißt, es beginnt von der Gemeinderatswahl über die Bürgermeisterwahl, natürlich Direktwahl, über die Landtagswahlen, Nationalratswahlen, EU-Wahlen, Bundespräsidentenwahlen und so weiter, liegt auch in der Verantwortung des Bezirksparteivorsitzenden, der sich dann ein beratendes Gremium sucht, so ist es auch bei uns vorgesehen, ein Bezirksparteipräsidium. Und dort, wo wirklich die Macht liegt, ist eigentlich der Bezirksparteivorstand. Das sind die Menschen, die in den Ortschaften draußen arbeiten und stimmberechtigt sind, wenn es um Beschlüsse gibt. Ganz war mir immer sehr, sehr wichtig, hier nahe an den Menschen zu sein, weil die natürlich auch dementsprechend gut funktionieren müssen, unterstützt werden in ihrer politischen Arbeit, natürlich Sorgen haben, die man dann als Bezirksvorsitzende meistens tagtäglich nach Eisenstadt mitnimmt und so weiter. Diese Funktion habe ich jetzt 26 Jahre inne gehabt, ganz konkret seit dem Jahr 1997. Ich möchte nur auf 2 Dinge verweisen. Damals waren Frauen auf diesem Feld mit der Lupe zu suchen. Wir haben es nicht mehr genau suchen können, oder ich habe es noch in Erinnerung, es waren 3 österreichweit, die als Frauen einen Bezirk geführt haben. Es war auch bei uns so, dass ich wurde dann auch gewählt und habe 1997 zum ersten Mal als Bezirksparteivorsitzende kandidiert, und ab dann habe ich mich alle 2 bzw. 3 Jahre immer einer geheimen Wahl zu unterziehen gehabt. Ich war sehr dankbar und sehr froh, ich fiel nie unter 90%, meistens waren es fast 100, weil das ist natürlich auch etwas, wo du dann von den Funktionären in geheimer Wahl, und das ist mir wichtig, also das sind nicht Pseudo-Aufzeigen, traut sich keiner was sagen, sondern geheime Wahlen, wo man dann schon weiß, okay, ist meine Arbeit gut, weil sonst kriege ich einfach nicht die Zustimmung. Das war 26 Jahre überaus großartig, und die Ergebnisse, also das Feedback der Funktionäre draußen, war immer ein sehr gutes. Ich war 1997 nicht neu. Ich versuche auch hier kurz zu sein. Ich bin eigentlich schon als Kind in die Politik gewachsen. Meine Mutter, Jahrgang 1934, leider gibt es das nicht mehr, war für ihre Zeit eine unglaubliche Feministin, Johanna Donald-Anhängerin, also mit der Muttermilch aufgezogen. Mein Vater war sehr, sehr bald Gemeinderat, Gemeindevorstand und so weiter, meiner Heimatgemeinde Moschendorf. Und der hat nur gewartet, bis die Verena Dunst nach ihrem Studium zurückkommt, und hat mir dann alle ehrenamtlichen Funktionen angehängt, die er nur loswerden wollte, hat mich aber immer unterstützt. Und ich bin, wie gesagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich denke, seit meinem 18. Lebensjahr war ich auf alle Fälle Mitglied und auch schon Funktionärin, auch als Studentin und so weiter, wo ich mich für die Sozialdemokratie eingesetzt habe. Die Erklärung ist aber nicht nur die Muttermilch, sondern meine Überzeugung. Warum? Ich bin ein typisches Arbeiterkind, ich war der Erste, der maturiert hat, obwohl meine Mutter jede Gabe gehabt hätte, auch sich zu qualifizieren, aber damals war es halt nicht möglich. Und war der Erste auch, die studieren hat können. Und ich war Bruno Kreisky wirklich zu Dank verpflichtet und werde es nicht vergessen, weil sonst hätte ich weder maturiert noch studiert und hätte auch nicht Lehrerin werden können. Also das hat mich schon sehr geprägt. Natürlich auch, ich habe die Chance gehabt, als ganz junge Funktionärin mehrfach Gespräche mit Johanna Donald zu führen. Ihre Kampagnen, Töchter können mehr, Frauen sind halb, sind genauso viel wert wie Männer, halbe, halbe und so weiter, sind also schon Dinge gewesen, die mich sehr enthusiastisch gemacht haben, motiviert haben, mich für andere einzusetzen. Ich war dann sehr bald eine von den jüngsten Gemeinderätinnen, die jüngste Gemeindevorständin in Burgenland. Ich bin dann sehr schnell in Funktion gekommen, fast zu schnell für Familie. Noch dazu, ich muss immer sagen, Südburgenland. Es ist was anderes, wenn du in Eisenstadt wohnst. Gesagt habe.
haben wir auch jetzt die meisten Bürgermeister mit 12. Sie merken an der Zahl, meine Zufriedenheit ist das bei weitem nicht. Da ist noch Luft nach oben. Aber Bürgermeister sind direkt gewählte Menschen. Und da geht es immer um Persönlichkeit. Und teilweise hatten wir das Gegenüber nicht in einigen Gemeinden, um wirklich hier realisieren zu können. Also da ist noch Luft nach oben. Aber wir sind zumindest auch hier, so viel haben wir noch nie gehabt, also 12 von 28. Also Schwarzafrika gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt es einen roten Bezirk. Und da geht es mir jetzt gar nicht um Parteipolitik, sondern die Bevölkerung hat, und jetzt komme ich zu einigen Dingen noch, hat natürlich schon bemerkt, auch mit der Verena Dunst haben wir erstens jemanden, der in Eisenstadt vernetzt ist. Die Menschen sind also vermehrt ab dem Jahr 2001 gekommen, weil er eben in der Regierung war. Dieser Schritt in der Regierung hat sicher dazu beigetragen, dass der Bezirk dann auch eben sozialdemokratische Mehrheiten hatte, weil die Menschen auch gemerkt haben, okay, da können wir hingehen, da werden wir angehört, da wird das nach Eisenstadt getragen. Ob das Gemeinden waren, Vereine waren, von der Feuerwehr bis, keine Frage, und ich war, habe mich da auch für alle eingesetzt. Ich habe zum Zweiten in diesen 23 beziehungsweise im 26 Jahren hunderte Projekte, wo die Menschen gekommen sind und gesagt haben, das braucht man, versucht auch, und natürlich ist mir entgegengekommen, seit 1995 bei der EU zu sein und hier wirklich viele, viele Gelder abgeholt. Viele Projekte, wenn ich da jetzt aufzähle, dann sind sie auf mir ewig böse, aber da trägt es schon auch meine Handschrift, weil ich einfach nichts anderes getan habe, als wir Arbeitsplätze schaffen, Firmen helfen. Ich habe mich ja immer als Wirtschaftsvertreterin gefühlt, weil ich auch mit der Wirtschaft sehr eng kooperiere und die Wirtschaftstreibenden auch vermehrt zu mir gekommen sind in diesen 26 Jahren. Und so haben wir halt probiert und habe ich probiert mit diesen Projekten, ob Gemeinde, ob Frauen, ob Vereine, ob Umwelt, ob Feuerwehr oder eben meinen Kontakt zu Brüssel, den ich immer sehr eng gehalten habe, engste Zusammenarbeit natürlich mit dem AMS, versucht hier sehr viel zu machen. Das Dritte, was meine Zeit geprägt hat in diesen 26 Jahren, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben gestern einen Versuch gestartet, wie kann man 26 Jahre mit Sprechtage hoch? Ich habe es nie geschrieben, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber wir haben dann anhand von Kalendereinträgen, wir sind auf 11.500 Sprechstunden gekommen. Ich glaube, es waren mehr, aber ich habe es einfach so pro 14 Tage mal 4 bis 5 Stunden hochgerechnet, mal 26. Und da saß ich da oder in meinem Büro und habe einfach stundenlang den Menschen zugehört. Teilweise wollten sie, dass ich zuhöre und nur zuhöre. Teilweise wollten sie natürlich ihre Aufträge, ihre Wünsche, ihre Kritik, ihre Probleme bei mir verpacken. Und ich habe versucht, dann für jeden Einzelnen individuell eine Lösung zu finden. Ich war aber auch der in diesen über 11.000 Stunden gesagt hat, das kann ich nicht, das erhebe ich nicht. Das schaffe ich nicht, aber vielleicht finden wir eine andere Lösung. Also ich glaube, dass die Sprechtage auch sehr prägend waren für diese 26 Jahre. 3 Millionen Kilometer, die sind nicht hochgerechnet, die sind so, weil sie das gerade so ausgegangen ist. Ich bin in diesen 23 Jahren Regierungstätigkeit im Jahr durchschnittlich 120.000 Kilometer, nicht selber gefahren, aber mitgefahren, dafür bezahlt, aber das war, habe ich immer gesagt, meine beste Lebensversicherung. Die Jahre davor gerechnet, so komme ich auf 3 Millionen Kilometer und während meiner Nationalratszeit 60.000 im Jahr selber und während meiner kurzen Landtagszeit dann auch in etwa 40.000 Kilometer. Fahren bedeutet natürlich für Südburgenland, jetzt schließt immer wieder der Kreis, auch viel Zeitaufwand und damit macht es den Südburgenländern in der Politik, aber auch sonst natürlich nicht einfach, weil es einfach eine Tatsache ist. Was mir natürlich wichtig war, dass mir die Menschen das abgenommen haben, dass ich authentisch wirklich eine Kämpferin für die Gerechtigkeit für die Menschen bin, für die Frauen bin, für die Kinder bin. Ich glaube, dass sie mir das auch abgenommen haben für den Süden. Also das habe ich schon immer bemerkt, dass die Menschen mich als Südburgenland-Vertreterin gesehen haben und dass sie mir dementsprechend auch die Unterstützung gegeben haben. Was ich jetzt nicht tun kann, wie gesagt, Bezirksvorsitzende 26 Jahre hat mit Zuständigkeiten auch zu tun. Ob es vorher, ich war im Agrar beispielsweise Ausschuss,
im Parlament, ich war im Gesundheitsausschuss, ich war als Lehrerin natürlich auch im damals hat es noch geheißen Unterrichtsausschuss und in meinen Zuständigkeiten als Regierungsmitglied sind es immer mehr geworden. Da waren natürlich schon so prägende Dinge wie, dass mich der Landeshauptmann Isl 2005 gebeten hat und gesagt hat, hallo, du hast so viel Vorzugsstimmen, du hast den Bezirk gedreht, ich möchte dich gerne aufwerten und ich habe dort noch einige Zuständigkeiten dazugekriegt, ob es jetzt Umwelt war, Dorferneuerung war und. Ich habe das aber auch immer für den Süden genützt. Ich sage jetzt nur einige Beispiele und dann denke ich schon eher, dass Sie, möchte ich dann noch kurz zur Bezirksorganisation und dann sind Sie schon dran. Das, was mir natürlich schon wichtig war, wir sind ein agrarisch strukturiertes Land nach wie vor. Ich war übrigens auch die erste Agrarlandesrätin Österreichs. Ich habe natürlich schon immer auch darauf Wert gelegt, dass unsere kleinen bäuerlichen Strukturen, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau, Obstbau, dass die nicht zu kurz kommen. Ich habe dort mit Brüssel über die Agrarkonferenzen schon einiges zu Wege gebracht, wie die Reduzierung der Förderhöhen, wo wenn dann 100.000 Euro, ab 100.000 Euro die Förderung gegolten hat, dann hat mir das nur ein müdes Lächeln gekostet, weil das hat man im Südburgenland nicht gefunden, die Größen. Und vieles andere mehr. Natürlich, ich weiß, dass ich in die Geschichte eingehe als die Retterin des Uhudlers. Dafür bin ich auch dankbar, dass ich das machen durfte, weil das hätte man eh Jahrzehnte vorher schon machen dürfen, sollen. Das hat leider noch niemand gemacht. Aber es war schon sehr, sehr viel mehr. Aber das ist halt so auch, so wie die Menschen uns sehen, übergeblieben. Das, was ich mir noch auf die Fersen heften möchte, ist die Gemeinden sehr unterstützt über die Dorferneuerung. Bis dato war in der Dorferneuerung kaum Geld und damit war nicht sehr viel möglich. Ich habe mir dann Millionen aus Brüssel abgeholt, aus dem ländlichen Entwicklungstopf, aus Ella. Und so, wenn Sie da durch die Gegend fahren und überall diese grünen Schilder sehen, dann ist das, und das waren sehr viele Gemeinden von 171, haben 143 mitgemacht, habe ich zum ersten Mal so einen Entwicklungsprozess gestartet, der Herr Bürgermeister weiß das, wo man gesagt hat, hallo, eine Gemeinde muss planen. Wo stehe ich in 10 Jahren? Und habe das in 5 Jahren, in 10 Jahren. Was ist notwendig? Wie muss ich mich entwickeln? Welche Schritte sind zu setzen? Das waren also schon so Meilensteine, die wichtig waren. Ganz wichtig finde ich, Menschen haben genug Sorgen. Ich habe vorher schon gesagt, ich arbeite seit 22 Jahren ehrenamtlich für die Volkshilfe. Das geht natürlich Schritt für Schritt. Und da sehe ich schon, dass man vor allem, ich arbeite viel mit Arbeitslosen, dass es wichtig ist und war und in diesen 26 Jahren Arbeitsplätze zu schaffen. Nochmal, die Chance 1995 EU, die mich natürlich jetzt begleitet, wir haben viele Firmen unterstützen können, die zugesperrt hätten, wir haben viele neue geschafft in den 3 südlichen Bezirken, aber ganz wichtig, glaube ich, war halt auch solche Dinge aus Brüssel her zu schaffen, dass man sie auch stützt, die Menschen im großen Markt. Wir sind das einzige Bundesland, das eine Schuldnerberatung beim Land selber hat. Auch da habe ich wieder gesagt, hallo, ich weiß, die Karina hat mich damals auch begleitet, der Südliche fährt nicht nach Eisenstadt, wenn er eh kein Geld hat und Schulden hat, oder wenn er im Konsumentenschutz ein Problem hat und hat das dann auch alles in Südburgenland gebracht. Ich glaube, dass das auch den Südburgenländern sehr wichtig war. Ich habe dann zusätzlich einen Bankenombudsmann, also das finden Sie nirgends finden, in der Regierung Referateinteilung gibt es weder einen Konsumentenschutz, noch eine Schuldnerberatung, keinen Bankenombudsmann. Sie werden kein Bundesland finden, das in jedem Bezirk, das habe ich auch dann alles gemacht, eine Frauenberatungsstelle hat. Ich habe das Sozialhaus ausgebaut, ich habe das Frauenhaus ausgebaut. Und das haben natürlich schon die Menschen auch gesehen. Und das Sozialhaus war mir wichtig, wenn das Frauenhaus in Eisenstadt ist, dass wir das Sozialhaus in Oberwart haben. Also dieses südburgenländische für die Menschen kämpfen hat mich schon 26 Jahre begleitet. Ich schaue nur kurz durch und versprich, dass ich mich dann schon einbremse, weil es, wie gesagt, ein Versuch einer Bilanz, der nicht so einfach ist. Vielleicht darf ich noch erwähnen, ich habe vorher schon gesagt, ich habe natürlich dann auch schon 2002 die Volkshilfe ehrenamtlich übernommen, führe sie bis heute ehrenamtlich, ohne nur einen Strich zu kriegen, außer dass ich einmal mein Haus verpfändet habe, weil es uns damals nicht so gut gegangen ist, hat mir das finanziell eigentlich nicht tangiert,
weil ich ja nie was dafür gekriegt habe. Wir konnten über die Volkshilfe natürlich gerade auch im ganzen Burgenland, aber auch im Südburgenland sehr vieles bewerkstelligen. Wir sind die größten sozialen Anbieter, wir sind die größte Hauskrankenorganisation, wir sind die größte Nachtlicht-ins-Dunkel-Spendenorganisation. Also das war eben auch Hand in Hand gehend mit meinen 26 Jahren. Ich komme jetzt wirklich auf die Niederungen des Bezirkes und nur als Bezirksvorsitzende zurück. Wir haben, Sie sehen es eh, da müssen wir sich auch noch überlegen, ich glaube, wir könnten da bald mal wieder vielleicht ein bisschen moderner einrichten. Aber wir haben im Büro, und das war mir wichtig, ich hatte mehrere Bezirksgeschäftsführer, die sich sehr, sehr engagiert haben, die tüchtig waren, die gut waren. Am längsten hat mich begleitet der Patrick Hafner, der nicht zufällig, sondern weil er einfach gut ist, 9 Jahre begleitet, der jetzt zweiter Geschäftsführer des Gemeindevertreterverbandes geworden ist. Helmut Kovac sitzt der Nächste, jetzt eine Dame. Und das ist natürlich schon auch wichtig, weil wenn man von Erfolgen spricht, dann soll das bitte bei Ihnen nicht ankommen, dass ich eine One-Moment-Show war. Es geht alles nur im Team. Also man muss da schon auch die Unterstützung haben, dass man das alles bewerkstelligen kann. Wir haben dann endlich, erinnern Sie sich, die mich schon länger begleitet haben, an unser altes Büro, naja, zuletzt war es schon ein bisschen grimmig, und vor allem nicht die neue Infrastruktur möglich, von Breitband bis alles an, es war alles nicht mehr so, wie es gehört, und das war mir dann auch wichtig, wir haben, drüben steht es, ich weiß jetzt gar nicht, 2019, das neue Büro dann drüben eröffnet, das war auch so eine Weichenstellung, die wichtig und notwendig war, und ich habe dann nur geschaut, dass wir diesen Zusatzraum haben, wo man sich ja treffen kann, aber vor allem den die Pensionisten auch benutzen, und daher ist es wichtig. Ich komme zum Abschluss. Zunächst einmal bin ich sehr, sehr froh. Das ist kein einfacher Job. Als Bezirksvorsitzende einfach wirklich für alles und jedes und für jede Stecknadel, die da im Bezirk fällt, zuständig zu sein, und das haben wir nicht gefunden, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand so lange gemacht hat. Ich freue mich sehr, hier einen würdigen Nachfolger, der am 18. November, nächsten Samstag, gewählt wird im Kulturzentrum, das Zepter zu übergeben. Das, was ich sagen kann, ein höchst gut bestelltes Haus mit der Infrastruktur, mit Mehrheiten, die ich erkämpft habe, mit einem guten Team, das mitarbeitet und vor allem auch wirklich in jeder Hinsicht die besten Voraussetzungen. Die Zeit wird nicht einfacher werden. Und Jürgen Dolesch wird genug zu tun haben, aber er ist ein sehr erfolgreicher Bürgermeister, Kommunalpolitiker. Steggersbach ist auch in einer besonderen Situation als Tourismusort und. Und der wird genug zu tun haben, und ich vertraue ihm. Und genau um das ist mir gegangen. Ich vertraue ihm, ich traue ihm diese Position zu, weil ich weiß, dass er das gut machen wird. Und er wird nächsten Samstag auch sicher ein gutes Votum bekommen in geheimer Wahl von den Delegierten, da bin ich ganz sicher. Und ich freue mich sehr, wenn Sie dann nächste Woche dabei sein können. Das würde mich echt freuen. Vielleicht noch ein Satz, der bei mir auf jeder Homepage steht, dass ich eine glühende Burgenländerin bin, aber auch eine glühende Südburgenländerin bin, eine glühende Europäerin bin. Aber eins ist klar, das sind Institutionen, das ist ein Land, auf das wir stolz sein können, aber vor allem muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und das ist wurscht wer. Ich sage Ihnen, ich habe mal eine Mitarbeiterin leider entlassen müssen, weil die hat gesagt, die hat im Büro bei mir in Eisenstadt gearbeitet, und die hat gesagt, das gibt es ja nicht, Frau Landesrätin, wegen was für Kleinigkeiten die Menschen bei uns anrufen, weil sie die Sorgen haben. Und ich habe gesagt, tut mir leid, falsch am Platz. Es ist keine Sorge zu klein, es ist keine Sorge zu groß, und es ist alles wichtig, dass man die Menschen anhört und sie unterstützt. Und mit der Einstellung konnte sie dann bei mir nicht weiterarbeiten, weil das geht nicht. Und diese Einstellung, die habe ich jetzt sehr, sehr lange eigentlich, seit ich 22 bin, damals habe ich meine erste politische Funktion, dann übernommen. Ich war dann Bezirksvorsitzende, mit 22 habe ich das gegründet,
mit 24, 1982, da war ich 2 Jahre Lehrerin, 1982 war ich dann Jahrzehnte Bezirksfrauenvorsitzende, Landesfrauenvorsitzende und. Das waren alles ehrenamtliche Jobs, genauso wie die Volkshilfe, weil ich beweisen will, ein Politiker ist nicht ein Politiker und schon gar nicht ein Guter, wenn es einen Geld macht, dann ist er falsch am Platz. Weil das kann einem keiner zahlen. Wenn man das gescheit machen will, ist der Gehalt viel zu wenig, den wir kriegen, weil du eigentlich rund um die Uhr beschäftigt bist. Dann muss ich das wollen, muss ich für die Menschen da sein, weil sonst, wie gesagt, bin ich falsch am Platz und das sieht man dann auch bei den Wahlergebnissen. Ja, ich möchte nicht vergessen, dass ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanke. Das ist meine letzte Pressekonferenz als Bezirksvorsitzende. Aber ich habe weder vor, mich irgendwie ganz zu verabschieden oder sonst was, aber ich wollte einfach da unter dieser Position jetzt auch einen Strich machen mit einer hoffentlich halbwegs Bilanz und möchte mich wirklich bei Ihnen bedanken. Und ganz ehrlich, Sie wissen das. Wir können arbeiten, was wir wollen, wenn wir in der Politik sind, ob bezahlt oder ehrenamtlich, wenn Sie über uns nicht berichten, dann sind wir nicht draußen bei den Menschen oder zu wenig. Und wir haben es Ihnen auch zu verdanken, dass die Menschen dann kommen und sagen, oh, in der Zeitung, wurscht, ob es eine Kritik ist oder ob es ein Lob ist oder eine Herausforderung ist oder einfach nur ein Bericht von Ihnen. Aber Sie lösen den Menschen genau das, der weiß, da habe ich was gelesen, was glauben Sie, wie oft das passiert, dort habe ich was gelesen und jetzt bin ich bei Ihnen. Also das löst bei den Menschen einfach auch eine Einladung für die Politik aus und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. In Zukunft werde ich als ehrenamtliche Vorsitzende der Volkshilfe weiterarbeiten. Hier wurde ich vor kurzem bestätigt. Und ich werde weiterarbeiten als normale Abgeordnete. Nicht weniger vom Einsatz, aber trotzdem die Hauptverantwortung nach 26 Jahren Gott sei Dank abgeben. Und mit dem guten Gefühl, jetzt habe ich einen, der führt das super weiter. Also Dankeschön an Sie. Und jetzt wird es Zeit, dass Sie einmal zu Ort kommen, weil jetzt traue ich mich gar nicht auf Durchschauen.